Schatz, gerade sind so viele Leute vorbeigelaufen. Und nicht mal einer hat eine einzige Münze in die Dose geworfen. Und ganz viele haben uns so doof angeguckt. Manche Leute sind wirklich sehr gemein. Ach, guten Morgen, Mama. Guten Morgen, mein Schatz. Ich hab riesigen Hunger. Ja, wir gehen später in den Container nachsehen und dann können wir gucken, ob da irgendetwas zum Essen drin ist. Alles klar, zum Überbrücken kann ich eine Schokolade essen. Das ist das Einzige, was ich noch auf Lager habe. Jetzt fühle ich mich schon etwas besser. Wenn du willst, kann ich mit dir nach Essen suchen gehen. Ich habe sehr Hunger. Ja, okay. Dann bis später. Bis später. Bevor es weitergeht, gebt bitte dem Video einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich verstehe das nicht, Papa. Wie kann man nur so gutes Essen einfach wegwerfen? Das ist wirklich traurig. Nämlich arme Leute wie wir haben ja kein Essen. Und dann kommen so Leute, die etwas mehr Geld haben und die schmeißen dann einfach Essen weg. Und das Essen war noch sehr gut. Ja, ich weiß. So sind leider manche Menschen. Ja. Lass uns jetzt zu Mama gehen und dann können wir das Essen genießen. Mhm. Mama, Mama, wir haben das Essen. Und auch noch so Leckeres. Ja, das freut mich. Dann können wir es mal genießen. Mama, wieso freust du dich denn nicht über das Essen? Doch, natürlich freue ich mich. Straßenleute, komm, lass uns hier schnell verschwinden. Oh, und schau mal, ihr Essen ist bestimmt aus der Mülltonne. Widerlich. Ja, aber du hast da was vergessen. Sie können sich ja nichts leisten. Ja. Wie könnt ihr nur so fies sein? Ihr wisst schon, dass wir direkt neben euch stehen. Wir können's halt. Und das war zwar Essen aus der Mülltonne, aber es ist trotzdem ganz frisch und lecker. Von Leuten wie ihr, die das einfach wegwerfen. Weil sie natürlich ihr Geld nicht schätzen. Oh Mann, wie kann man nur so fies sein? Mach dir nichts draus. Ja, das sind einfach nur irgendwelche gemeinen Kinder. Du Schatz? Ja, was ist denn? Wir müssen reden. Fällt dir auch auf, wie traurig Melina immer ist? Ja, aber wir können da leider nichts dran ändern. Oh doch, wir müssen was ändern. Wir können doch nicht unser ganzes Leben hier auf der Straße hocken. Ja, das stimmt schon. Und außerdem hat Melina noch so einen ganzen Weg vor sich. Ja, das ist doch bestimmt ganz gemein für sie. Immer traurig zu sein, nie richtig essen können. Und vor allem ihr ganzes Leben auf der Straße leben. Oh ja, wir müssen was tun. Und ich habe auch eine Idee. Und die wäre? Wir klauen Sachen von den Leuten und verkaufen sie dann. Oh nein, Sandra, das kommt nicht in Frage. Aber was können wir denn dann machen? Stimmt. Okay, lass uns das durchziehen. Ja, endlich hörst du mal auf mich. Gleich morgen früh fangen wir mit Klauen an. Hab ich gut geschlafen? Oh, Mama und Papa schlafen noch. Dann lass ich sie mal schlafen. Oh, Mama, darf ich Geld geben? Aber klar doch. Hier, bitte sehr. Oh, danke schön. Bitte, tschüss. Tschüss. Läuft ja gut heute.
Ich glaube, der Tag wird heute besser. Glaub mir. Oh, wieso denn? Ach, nichts. Okay. Aufstehen, Papa! Ja, guten Morgen. Du, Melina, magst du denn nicht etwas vor dem Hof spielen? Oh, wieso? Ich dachte, du magst spielen. Mama, du weißt doch, ich spiele nicht alleine. Komm schon, Schatz, bitte. Gut, wenn ihr unbedingt wollt. Huh, jetzt sind wir sie los. Du, Schatz, ich glaube, sie wird Verdacht schöpfen, wenn wir zu zweit losgehen. Gut, dann machen wir es so. Einer bleibt mit Melina hier und der andere geht klauen. Okay, wer? Ist mir egal. Hauptsache, wir haben heute genug geklaut. Du kannst gehen und ich kümmere mich um Melina. Alles klar. Na dann, bis später. Bis später. Mama, hab keine Lust mehr. Ist in Ordnung. Wo ist Papa? Papa... Weißt du, der muss noch, der holt Essen. Ah, okay. Mama, du verhältst dich sehr verdächtig. Nein, das tue ich nicht. Also ich sehe das anders. Okay, ich bin drin. Aber wie kann ich die Frau ablenken, damit ich in Ruhe klauen kann? Ah, ich habe eine Idee. Entschuldigung, ich habe beobachtet, dass es da hinten Streit gibt. Oh, wirklich? Vielen Dank fürs Sagen. Bitte, bitte, liebend gern. Ja, liebend gern, wirklich. Aber jetzt los. Ich muss mich beeilen. Ah, so ein Handy ist ganz neu. Das verkaufe ich. Ah, und noch so einen teuren Laptop. Ich brauche eine Tasche. Ah, dort hinten ist eine Tasche. Ich hole die mal schnell. Okay, in die Tasche nehme ich ganz viele Handys mit. Vielleicht noch dieses, dann das hier. Das sieht gut aus. Das reicht erstmal, sonst ist es auffällig. Schau mal, wie viel ich ergattert habe. Das ist bestimmt locker 3.500 Euro wert. Oh mein Gott, du bist ein Schatz. Weißt du was, Schatz? Melina hat fast Verdacht geschöpft. Beim nächsten Mal gehe ich klauen. Du kannst dir besser Ausreden einfallen lassen als ich. Alles klar, aber jetzt lass uns es verkaufen. Ja, Melina schläft gerade sowieso tief und fest. Okay. Technische Geräte zum Verkaufen. Oh, wie super, mein Handy ist sowieso kaputt. Dann nehme ich gleich dieses weiße hier. Alles klar. Für wie viel Euro? Für 1.000 Euro. Denken Sie nicht, dass das etwas übertrieben ist? Ich meine, für ein gebrauchtes Handy? Nein, das ist doch nicht gebraucht. Das ist niegelnagelneu. Oh, das wusste ich nicht. Könnten Sie vielleicht trotzdem mit dem Preis etwas runtergehen? Okay, wie wär's mit 700 Euro? Ja, okay. So, bitte sehr. Danke. Dankeschön. Tschüss und einen wunderschönen Tag noch. Hat doch schon mal perfekt geklappt. Hier lagern wir das ganze Geld auf. So wird es nicht geklaut, obwohl wir selber klauen. Aha, aha, die Obdachlosen verkaufen technische Geräte. Das wusste ich ja noch gar nicht. Dankeschön. Stopp! Handy her! Wenn du das kaufen willst, dann gerne. Aber klauen geht gar nicht. Nein, ich will nichts kaufen. Tschüss. Was für eine Frechheit. Oh Papa, ich brauche so einen Laptop. Zum Bearbeiten von meinen Videos. Ich habe doch einen YouTube-Kanal. Bitte. Alles klar, mein Sohn. Wir kaufen ihn dir. Hallo, wie viel kostet der Laptop bitte? 1.000 Euro. Oh, das ist ja günstig. Wir kaufen es. Bitte sehr. Oh, tut mir leid, wir haben das leider nicht passend. Alles in Ordnung. Viel Spaß damit. Danke. Oh mein Gott, einfach 1.700 Euro heute verdient. Wie viel man mit Clown verdienen kann. Thank you.
Und so klauten die beiden Tag für Tag und verheimlichten es immer noch ihrer Tochter Melina. Denn die hatte von dem Ganzen gar keine Ahnung. Sie klauten, bis sie genug Geld für eine Wohnung hatten. Was seid ihr denn so fröhlich? Und wieso verhält ihr euch in der letzten Zeit so komisch? Ich glaube, ihr verheimlicht mir etwas. Oh ja, Melina, du hast recht, wir verheimlichen dir sehr viel. Denn wir haben etwas für uns organisiert. Deshalb waren wir in der letzten Zeit so komisch. Was? Du musst einfach mitkommen. Okay. Halte bitte immer noch deine Augen zu. Und gleich darfst du sie öffnen. Ich zähle auf drei. Eins, zwei und die letzte Zahl heißt drei. Oh mein Gott, wo stehen wir hier? In unserem Haus. Was? Wir haben jetzt ein eigenes Haus? Ja, wir müssen nicht mehr auf der Straße leben. Oh mein Gott, danke Mama, danke Papa, ich hab euch so lieb. Das Haus sieht so wunderschön aus, genau mein Geschmack. Aber warte Mama, wie habt ihr das angestellt? Wir haben einen kleinen Job gefunden. Deshalb waren wir in der letzten Zeit so komisch. Oh, ihr habt einen Job gefunden? Ja, genau. Damit haben wir so lange verdient, bis wir uns diese Wohnung kaufen konnten. Ihr seid wirklich stark, Mama und Papa. Danke. Und weißt du was? Gleich wird's noch besser. Geh mal rechts entlang. Hä? Na hopp, trau dich. Oh mein Gott, ich kann es nicht fassen. Mama, Papa, ich habe jetzt sogar mein eigenes Zimmer? Ja, genau. Wow, wow, wow. Ich bin sprachlos. Ich heule fast vor Freude. Ich weiß wirklich nicht, wie ich mich bei euch bedanken kann. Danke, Mama. Danke, Papa. Aber Mama, Papa, jetzt haben wir zwar eine wirklich schöne Wohnung, aber mir gefällt mein Aussehen nicht. Ich wollte fragen, ob ihr das Geld für neue Kleider und eine neue Frisur habt. Das wäre mein letzter Wunsch. Aber klar. Natürlich, Schatz, für dich doch immer. Was? Danke. Wow, Mama, ich gefalle mir so. Ja, ich mir auch. Wir sehen wirklich toll aus. Danke vielmals nochmal für eure harte Arbeit, die ihr da geleistet habt. Ja, wir haben wirklich sehr hart gearbeitet. Mhm, total. Ja, das merkt man auch. Mhm. Ach, erste Nacht in meinem Bett. Ich bin schon total müde. Wie es sich wohl anfühlt, in einem richtigen Bett zu schlafen? Das weiß ich ja noch gar nicht. Jetzt gehe ich schlafen. In dieser Nacht konnte Melina leider gar nicht schlafen. Sie träumte von Monstern und wilden Tieren, bis sie plötzlich von einem lauten Geräusch geweckt wurde. Ha, was war das? Ich hab so Angst. Sollte ich mal nachschauen? Ich weiß es nicht. Ich habe so schlecht geschlafen. Ich glaube, ich kenne jetzt nicht mehr den Unterschied zwischen Traum und Realität. Ich glaube, ich gucke mal ganz vorsichtig nach. Oh nein, wieso sind unsere Goldstücke nur runtergefallen? Ich hoffe, wir haben Melina nicht geweckt. Ja, das hoffe ich auch nicht. Aber merkst du, wir haben einfach ganze zwei Schränke voller Gold und Geld. Ja, das haben wir hart erarbeitet, so wie Melina denkt. Du, wollen wir heute noch klauen gehen oder erst morgen? Ich glaube morgen, denn heute ist es schon viel zu spät. Ja, glaube ich auch, sonst werden wir irgendwann mal noch reich. Und dann schöpft Melina wirklich Verdacht. Und das wollen wir ja nicht. Gute Nacht, mein Schatz. Gute Nacht. Ich verstehe das nicht. Meine Eltern sind Diebe. Wie kann das sein? Ich will keine Eltern haben, die klauen. Am Ende landen sie noch im Gefängnis.
und dann bin ich wieder obdachlos. Ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Moment mal, das heißt, die Wohnung ist quasi auch geklaut. Alle Sachen hier drin sind geklaut worden. Also, das haben sie natürlich schon gekauft, aber mit dem Geld. Oh nein, was mache ich denn jetzt bloß? Morgen denke ich darüber nach, was ich machen kann. Die restliche Nacht war es zum Glück gemütlich in meinem Bett. Aber was ich gestern mitbekommen habe... Guten Morgen, Mama. Oh, guten Morgen, mein Schatz. Wie geht es dir? Weißt du, was mit ihr ist? Nö, ich weiß es nicht. Glaubst du, sie hat letzte Nacht etwas mitbekommen? Ich weiß es nicht. Wir hätten sie doch gesehen. Wird sich noch zeigen. Boah, die lügen die ganze Zeit. Aber ich weiß alles. Mama, lasst mich mal was gucken. Ihr dürftet schon die ganze Zeit auf dem Fernseher gucken. Los, runter da. Also wirklich, wie verhältst du dich denn? Ja, sagt genau die Richtige. Hä? Nichts. Lass mich jetzt trotzdem was gucken. Okay, so wie du willst, mein Schatz. Wir sind draußen im Garten, okay? Ja, stellt bloß nichts Doofes an. Was hast du gesagt? Nichts, nichts, verschwindet nur. Melina, ich weiß nicht, was mit dir los ist. So verhältst du dich nie. Ist ja gut. Wie gesagt, wir sind im Garten. Ja, was läuft denn da im Fernseher? Hallo, gut, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es mal wieder sehr wichtige Nachrichten. Die Polizei sucht seit langer Zeit nach zwei Verbrechern. Sie klauen rund um die Uhr. Wer weiß, wie viel Geld sie bereits besitzen. Aus Überwachungskameras weiß die Polizei zum Glück, wie sie aussehen. Die eine ist eine Frau und der andere ist ein Mann. Beide haben kastanienbraunes Haar und tragen zerrissene Klamotten. Die Polizei würde sich wirklich sehr freuen, wenn jemand bei ihnen anruft, der die Verbrecher gefunden hat. Und jetzt kommen wir zur nächsten Nachricht. Oh nein, 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 nein! Jetzt sucht sogar noch die Polizei nach ihnen! Das kann doch nicht wahr sein! Ich will das nicht! Ich will nicht, dass sie ins Gefängnis kommen! Ich glaube, es wird Zeit, dass ich mit ihnen spreche. Mama! Papa! Also erstmal wollte ich mich bei euch beiden entschuldigen, dass ich vorhin so gemein war. Aber ich muss mit euch reden. Oh, um was geht's denn? Ja. So, habt ihr wirklich einen Job? Oder wie verdient ihr überhaupt euer Geld? Schatz, du weißt doch, dass wir einen kleinen Job haben. Aha. Und wieso? Habe ich gerade Nachrichten geguckt und gehört, dass zwei Polizistinnen nach zwei Verbrechern suchen, die komischerweise kastanienbraunes Haar haben und zerrissene Kleider tragen. Ist das nicht ein Zufall? Was, Polizisten? Ja. Aber wie kommst du denn darauf, dass wir das gewesen sind? Ich habe einen Beweis, denn gestern Nacht hat mich ein lautes Geräusch geweckt. Dann wollte ich natürlich gucken, was das ist. Und ihr glaubt es nicht, was ich sah. Ich sah zwei Verbrecher, die zwei Schränke besaßen. Und in den Schränken versteckten sie geklautes Geld und Gold. Okay, du hast uns ertappt. Tut uns leid. Ich verstehe euch nicht. Wie könnt ihr mir das antun? Melina, wir wollten nur, dass du glücklich bist. Uns blieb nichts anderes übrig, als zu klauen. Ihr wolltet, dass ich glücklich bin? Nur um das ging es euch? Ihr wolltet wirklich nicht reich werden? Ja, mit dir sind wir schon reich. Aber wenn es dir nicht gut geht, dann geht es uns auch nicht gut. Danke. Aber jetzt ist es zu spät. Die Polizei, die sucht euch schon. Sobald sie euch findet, landet ihr im Gefängnis und ich werde obdachlos. Dann bin ich doppelt und dreifach nicht mehr glücklich. Mit euch war ich glücklich, auch wenn es von außen nicht so aussah. Was können wir tun, Melina? Ich weiß es nicht. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als die Wahrheit zu sagen.
Nein, bitte tu das nicht. Wenn wir die Wahrheit sagen, dann wird nichts Schlimmes passieren. Glaub mir. Melina, ich weiß, es ist schwer, aber stell dir vor, die Polizei würde dann plötzlich bei uns klopfen und die Wahrheit würde so rauskommen. Lieber das oder dass wir zur Polizei hingehen und die Wahrheit sagen. Okay, dann gehen wir zur Polizei und ihr sagt die Wahrheit. Schatz, du musst wissen, egal was passiert, wir lieben dich über alles. Okay, ich weiß. Oh, hallo, was führt euch zu uns? Wir wollten sagen, wir sind die Verbrecher. Es ist wirklich sehr nett, euch für die Verbrecher einzusetzen, wenn ihr sie kennt. Aber das ist wirklich nicht nötig. Doch, wir sind es wirklich gewesen. Ja, ich erkenne eine gewisse Ähnlichkeit zu dem Video von der Überwachungskamera. Ja, wenn man genau hinsieht, ja. Wir waren obdachlos und Melina ging es gar nicht gut. Melina ist übrigens unsere Tochter. Deshalb dachten wir, wenn wir etwas mehr Geld hätten, dann würde es Melina besser gehen. Deshalb haben wir angefangen zu klauen. Das hat sogar sehr gut geklappt, denn wir konnten uns dann unsere eigene Wohnung kaufen und unser Aussehen ändern. Und Melina hat sich auch wirklich gefreut. Ist das so, Melina? Ja, schon. Doch dann habe ich herausgefunden, dass meine Eltern die Diebe waren. Und da war ich erstmal geschockt. Und gleich am nächsten Tag habe ich ihre Sendung angeguckt. Ja, und da musste ich mit meinen Eltern darüber reden. Also zuerst, es ist sehr beeindruckend, dass ihr freiwillig hergekommen seid. Wir hatten noch nie Verbrecher, die freiwillig hergekommen sind und einfach die Wahrheit gesagt haben. Das finden wir wirklich großartig und mutig von euch. Andererseits müssen wir leider sagen, dass ihr trotzdem für eure Straftaten ins Gefängnis gehen müsst. Aber da ihr die Wahrheit gesagt habt, nur für 2 Wochen. Puh, immerhin. Seht ihr, es lohnt sich, die Wahrheit zu sagen. Zum Glück. Ich verstehe das nicht. Was passiert dann mit mir? Ich gehe. Okay. Hey Melina, was ist denn los? Wenn meine Eltern ins Gefängnis gehen, wer passt denn in der Zeit auf mich auf? Weißt du was? Wir werden für dich eine Lösung finden. Okay. Mama, Papa. Kann ich bitte Mama und Papa noch Tschüss sagen? Okay. Tschüss, Mama. Tschüss, mein Schatz. Weißt du, wo du dann in den 2 Wochen hingehst? Die Polizistin hat gesagt, dass sie noch eine Lösung findet. Okay. Tschüss, Papa. Tschüss, mein Schatz. Ich hab dich so lieb. Und ich dich auch. Euch beide. Melina, wir haben eine Frage. Verzeihst du uns eigentlich? Naja, das, was ihr getan habt, war ja schon sehr schlimm. Aber ihr seid meine Eltern. Ich muss euch natürlich verzeihen. Ich liebe euch so sehr. Und ich meine, ihr bekommt ja gerade eine schlimme Strafe. Da muss ich euch verzeihen. Du bist die beste Tochter. Alles wird gut. Tschüss. Tschüss. Also Melina, ich hätte da eine Frage. Hast du vielleicht hier irgendwo in der Nähe Verwandtschaft oder so? Nicht, dass ich wüsste. Melina, dann bleibt uns nur eins übrig, dass du für 2 Wochen ins Kinderheim gehst. Schau mal, es ist sowieso nur für 2 Wochen. Und es kann da auch Spaß machen. Vielleicht findest du sogar eine neue Freundin. Okay, wenn es nichts anderes gibt, wo ich hingehen kann, dann bleibt ja nur das übrig. Vielleicht wird es da ja auch gut. Hoffe ich zumindest. Dann wäre das auch geklärt. Und natürlich darfst du, wann du willst, deine Eltern hier besuchen. Du musst nur der Erzieherin des Kinderheimes Bescheid sagen. Wie gesagt, tschüss Mama, tschüss Papa. Bis in 2 Wochen. Ich komme euch jeden Tag besuchen. Ja, wir freuen uns schon auf dich, Melina. Tschüss. 2 Wochen später.
haben dich so vermisst. Endlich ist es soweit. Zum Glück muss ich nicht mehr in diesem doofen Kinderheim Zeit verbringen. Ja, lass uns jetzt nach Hause gehen. Tschüss. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und abonniert auch gerne meinen Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Video.